So, liebe Leute, willkommen zurück im Spieler-Karrieremodus mit dem guten Donis AfDJ. Ja, unser größtes Problem, oder meins zumindest, ist einfach im Spielverlauf hin die Ausdauer hochzuhalten. Das ist, glaube ich, echt nicht einfach und hab mir da ein bisschen was überlegt. Vielleicht, wenn ihr da zustimmen würdet, würde ich es ganz gerne so machen, dass ich mal ein Spiel die ganze Mannschaft steuere, sodass wir den Donis auch mal ein bisschen besser einsetzen können vielleicht. Und das ein oder andere Spiel dann wieder alleine als Pro. Ich denke mal, das ist ein guter Kompromiss, um ja auch einfach ein bisschen an dieser Geschichte arbeiten zu können, dass man ein Spiel durchspielt, ne? So, wir machen mal Training. Genau, das ist das Erste, was wir machen müssen, Training. Und zwar heute würde ich ganz gerne dribbeln, Abwehr, passen. Ne, Schuss würde ich ganz gerne mal was trainieren. Schussgenauigkeit, Lupfe haben wir schon gemacht, Kopfbälle und Volley. Das machen wir heute mal, Kopfbälle und Volley. Dann machen wir noch Standards, Freistöße, Zirkeln, Schwierigkeit, Mittel. Freistoßvariante, ich würde ganz gerne mal Ecken machen. Gelupfte Elfmeter. Probieren wir das mal aus. Gelupft. Ne, jetzt habe ich das. Oh. Habe ich es falsch ausgewählt gehabt. Dann hatte ich hier Schuss, Kopfbälle, Volley. Genau, Mittel. Und da machen wir jetzt rein. Wo haben wir denn unsere Schwächen hier? Abfangen zum Beispiel. Ne, da sind wir ganz schlecht, ne? Wir machen mal das da rein. Ein bisschen Abwehrverhalten noch. Zweikampf. Ich darf nichts mehr nehmen davon. Schade. Dann nehmen wir hier noch wieder dieses. Die einfachen Sachen, ne? Dass er sich ein bisschen verbessert. Dass wir vielleicht mal überall auf eine 70 kriegen. Enge Ballführung. Passen. Schuss. Haben wir schon. Standards. Freistoßvariante. 11 Meter leicht. So. Ne, geht nicht. Oh. Freistoßvariante schwer wahrscheinlich, ne? So, dann das erste Training mache ich selber. Gelupfte Elfmeter. Zielen, lupfen, linker Button und dann, ja. Das sollte ich doch hinkriegen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ja, ich habe mir das so gedacht, dass wir das ein bisschen ändern müssen. Oh Gott. Oh Gott, bitte nein. Scheiße, schon mal gleich Fail. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das auf den grünen Punkt achten muss. Ja, schlecht. Ich muss dann natürlich auch schon den Button festhalten. Man lernt nie aus, ne? Ja, okay, den haben wir geschafft. Und jetzt hab ich gar keinen Button mehr, wo ich da reinschießen muss. Zu doll, warum zu doll? Na? Nee, er kommt da nicht rüber. Nein, das war jetzt. Ja, es geht sogar ganz drüber. Wir starten mal die Übung neu. Ist echt Übungssache, ne? Also ich muss echt sagen, das ein oder andere hätte ich mir ein bisschen leichter vorgestellt, ne? Er kommt, nee, er kriegt nicht rein. Ich habe ihn jetzt zu dolle gedrückt. So, weiter unten. Jetzt. Ah, man muss ein bisschen weiter drunter, okay. Jetzt den da oben. Den schaffe ich doch so, oder? Ja. Puh, und jetzt muss ich irgendwie hier links. Oh, war nicht so schlecht, ne? Ja, sehr schön. Und jetzt den anderen auch noch da. Ah, schade. Ja, aber zu doll, ne? Ja, sehr gut. Und was kriegen wir? Gut gemacht. Oh, zum Glück. Hey, nächste Einheit, die machen wir auch noch selber. Immer zwei und dann lassen wir den Rest simulieren. Gucken wir mal. Kopfbälle und Volleys. Das habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Ja, da brauchen wir auch. Guck mal, Volleys haben wir, Kopfballpräzision haben wir schlecht. Also da müssen wir echt dran arbeiten. Wäre gut, wenn wir hier ein paar Punkte machen würden. Jo, okay, der ist schon mal drin. Boah, der auch. Boah, wie er die Dinger reinzimmert. Alle. Oh, ist das krass. Shit. Das hätte ich besser machen müssen. Kopfball. Ey, nice. Und hier jetzt. Perfekt. Gute Arbeit. Und. Oh, stark, oder? Ey, sieht das geil aus.
Ah, schade, da habe ich den Balken angeschossen. Aber jetzt hier, das ist einfach. Komm. Jawohl. Und. Oh. Da hätte ich einmal nur durchdrücken müssen. Jetzt, aber das schaffe ich doch, oder? Ja. Sehr schön. Gut gemacht. Bonuspunkte. Ist in Ordnung. Gibt wieder eine B-Note. Ergebnisse anschauen und den Rest simulieren wir dann. Da kriegen wir ein bisschen Boni. Schöne Sache. Alles simulieren. Mal gucken, was wir noch kriegen für Noten. C, D und F. Ah, bei Freistoß sind wir echt nicht die Hausnummer, die wir ganz gerne wären. Alles klar. Dankeschön für die Training. Trainingsgeschichte. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Oh, guck mal, jetzt können wir wieder Training machen. Nice. Also, fix würde ich sagen. Oh. So, Trainernotizen. Die kommenden Partien sind absolut machbar für unseren Verein. Ich erwarte, dass sich das Team stark präsentiert. Gegen SV Grödig erwarte ich 3 Punkte. Okay. Gesetzte Spielziele. Grödig. Okay. Was muss ich jetzt machen? Gesetzte Ziele umschalten. Ich erwarte eine durchschnittliche Spielerbewertung von mindestens 9,0. Ich habe noch nicht mal eine 7 geschafft bisher. Oh. Wie kann ich denn die Ziele umschalten jetzt? Hier. Wo kann ich das jetzt umschalten? Oh, das ist ja... Passpässequote. Oh Leute, ich muss da, glaube ich, echt die ganze Mannschaft steuern. Wie soll ich denn die Ziele erreichen? Guckt euch das mal an. Hier sagt er mir 7,0. Sei als Scorer an 14 Toren beteiligt, egal ob du sie vorbereitest oder erzielst. Ja, okay. Liga-Ziele insgesamt. Kommende Ziele. Wie kann ich die denn jetzt hier umschalten? Weil es sieht so aus, als wäre da rechts ein Regler. Aber ich drücke hier mal alles durch, aber ich... Kann da nichts umschalten, Leute. Tut mir leid. Puh. Ich werde da mal alles steuern, ne? In diesem Spiel. Zum Auftakt. So. Spielen, ganzes Team steuern. So. Probieren wir es mal. Saisonauftakt. Oh wei, eine 9,0. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ne, ich bin ja froh, dass ich überhaupt mal 90 Minuten spiele. Gottes Willen. Oh, jetzt habe ich das hier. Ups. Und drüber. Das ist cool hier. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Das ist cool. So, auf geht's. Gegen SV Grödig. Na ja, dann gucken wir doch mal. So, Auftakt. Saisonauftakt in der österreichischen Bundesliga. Na, da bin ich ja mal gespannt. Lieber Opfer, vielleicht kann ich ja so, wenn ich alles steuere, den Pro ein bisschen besser in Szene setzen. Wäre doch schön. Wäre doch schön, wenn wir das vielleicht da ein bisschen besser hinkriegen als alleine. Natürlich möchte ich schon mittelfristig alleine spielen, aber eine 9,0. Ich meine, wie soll ich denn die Saisonziele erreichen? Also... Puh, keine Ahnung, ich habe bisher ja nicht mal, ich kann mal nicht mal über eine 6 hinaus, ne? 5,8, 5,9, da war ich schon ganz froh. Da war ich ja schon bisher ganz zufrieden, wenn das mal so funktioniert hat. Und vielleicht kann ich ja über diesen Modus hier, da muss ich in die Telekamera wieder gehen, Moment. Vielleicht kann ich ja in diesem Modus sogar Spieleinstellungen, das auf die, genau so, das sogar schaffen, dass wir mal gewinnen. Zum einen das und zum anderen mein Pro auch mal wirklich 90 Minuten spielen zu lassen, ne, damit er nicht so kaputt ist. So. Auf die Joy, da war er schon am Ball. Das sieht auch gleich mehr nach Fußball aus hier. Ruf da, Jungs. Gut. Oh. Er kriegt den Ball noch abgegrätscht. Ey, shit. Weiter. Und weiter geht's.
Afdijay, Schuss, das war eine Chance. Und so funktioniert es auf einmal auch, ne? So kriegen wir auf einmal auch den guten Donis ein bisschen in Szene. Schick. Macht hier die Ecken. Aber hätte ich ja Afdijay auswählen können. Mist. Oh. Oh, das gibt's ja nicht. Was für eine Chance. Was für eine Chance. Alaba ist gewechselt. Nein, zu Juventus Turin. Also, das darfst du dir nicht angucken hier. Was darf für Transfer stattfinden? Gut. Oh, Mist. Sehr gut. Kleinen Dribbling habe ich gemacht. Kleines Dribbling hat der Belgi gemacht. stehen wir da und gucken dumm aus der Wäsche. Afdijay. Oh. Na, aber gut. Tor. Wer kriegt die Vorlage? Sehen wir das jetzt? Aber so schön abgeschlossen mit Afdijay. Hier, guck mal, da durchgesetzt. Und dann an den Pfosten. Kriege ich die Vorlage wenigstens mit ihm? Ein Scorerpunkt, das wäre natürlich schon sehr, sehr hilfreich. Der Piesinger macht's Tor. Einwurf für Graz. Fehlpass. Ja, wird's eng. Ja, da ist er wieder. Oh, hat er mich. Oh, schade. Da hat Dribbling nicht funktioniert. Bitte. Heiß, Jungs, da müsst ihr hinterher. Gut. Mehr Befreiungsschlag, aber ist egal. Na? Haben wir da den einen oder anderen noch? Na, das ist so klein. Das ist, da muss man, da müssen wir schon kurze Pässe spielen auf Afdijay, so kriegen wir den nicht in Szene. Aber wir stehen ganz gut, finde ich. Also können wir da ein bisschen. Ach, trainieren kann ich. Ich kann jetzt die Offensive oder so nicht einstellen, leider. Ich soll es lassen, ne? Oder dann, wenn es wirklich funktioniert. Aber gut, wenn man es nie probiert, dann klappt es auch nie, ne? Man muss es immer wieder probieren. Schade. War der hohe Ball. Boah, die müssen aber echt hier Gas geben, die Göninger oder Gröninger oder woher die kommen. Aber so kriege ich die Noten wenigstens auch hier. Ist Afdijay nur eine 6,9. Boah. War ich schon im 16er gestanden. Schade. Na, haben wir ihn jetzt ins Ausgespielt? Oh, da war auf der Linie, ne? Mist. Mein Afdijay hat die schlechteste Note von den Teilen. Da sind eine andere hat hier sogar eine 7, habe ich schon gesehen. Insbesondere der Torschütze. Kein Problem für den Keeper. Na, kommen wir da mal ran. Wieder ein Fehlpass. Noch nicht so pralle. Aber was man sagen muss, ist zumindest die Ausdauer kriegen wir mal zustande. Laufen alle sehr offensiv hier, merke ich schon. Mal ein bisschen hier an der Note basteln, dass ich ein paar sichere Pässe spiele. Oh, Riesenmöglichkeit.
Naja, Riesen nicht, aber zumindest waren wir mal wieder vorm Tor. Würde schon ganz gerne noch schnell aufs 2-1, auf 2-0 gehen. Das wäre ganz hilfreich. So, gucken wir uns doch mal die Spielerbewertung an. Jetzt haben wir doch bestimmt die Möglichkeit, oder? In der Halbzeitpause da ein bisschen rumzuklickern. Ja, sehr schön. Tor Piesinger, weiter. Ja, hier kann man das sehen. Spielinfo, Leistung, genau. Afdijai 6,9, da ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht da noch. Dribblings haben wir leider keine guten gemacht. Aufs Tor, vorbei, Schüsse aufs Tor, Torvorlagen. Keine Torvorlage, mein Schuss aufs Tor galt nicht als Torvorlage. Schade, kein Scorerpunkt. So, 6,5. 6,7. Aber wenn ich die 7 kriege, ist das schon gut, oder? Klemm 7,4, 7,2. Boah. Da haben wir ein paar gute Jungs dabei hier. So. Aber der, guck mal, der ist wieder relativ fertig, ne? Der Stürmer nicht, aber mein Afdijai schon. So. Na gut, ich spiele jetzt auch selber. Alle Mann, ja. Und dann wird auch ein bisschen mehr gesprintet, ne? An verschiedenen Ecken. Klar. Das ist nix. Das ist tote Hose. Vielleicht kann man sie auch taktisch ein bisschen rauslocken. Das wäre ganz cool. Die Frage, waren die Vorbereitungsgegner grundsätzlich stärker als die Liga oder war das schwächer? Weil ich kannte die Vereine teilweise gar nicht. Obwohl ich den Verein jetzt hier auch noch nicht so oft gelesen habe. SVG. Gröning, hießen die Gröning? Oder Göning? Oh, das war aber nicht so gewollt. Das auch nicht? Hä, warum kommen jetzt die Fehlpässe hier zustande? Ah, shit. Ach, die Jay alleine gegen... Vier Mann, ey. Oh, schade, ne? Ihr habt's gesehen, was ich da entwickelt hätte. Gut. Einwurf. Na, da stehen wir jetzt. Die aufge... Oh, die hat er gar nicht mehr richtig rausgekriegt. Gut, Jungs. Gut, gut, gut. Die nächste Chance für die Grazer. So, jetzt kann ich ja hier mal wechseln. Genau, wunderbar. Jetzt kann ich mal ein bisschen die... Ich kann meinen nicht auswählen. Ich kann Afdijai nicht auswählen. Ist das gemein? Tor! Tor, Tor, Tor! Oh Mann, hätte ich Afdijai gehabt, hätte ich mit einer Torvorlage gekriegt vielleicht über die Ecke. Mann! Es dreht sich alles bloß um meinen Pro. Aber ist doch egal. Hauptsache, wir spielen auch gut mit Graz. Das ist ja auch wichtig. Schöne Sache. Michael Madl. Ah, Grödig heißen die. Nicht Gröning, sondern Grödig. SV Grödig. Haben wir den? Oh, den Ball haben wir noch nicht. Den dachte ich, ich hätte ihn schon, aber habe ihn nicht. Oh. Oh, macht die gut, die KI. Pff. Möglichkeit. Für Grödig, liebe Leute. Gibt Ecke. Oh, habe ich ihn raus. Da ist er. Komm, auf geht's. Schick. Schick. Wo ist denn jetzt hier Afdijai? Und der ist gar nicht mehr drin, oder? Weil jetzt hier ein anderer im Zentrum ist. Oh! Der Afdijai ist gar nicht mehr drin. Kann das sein? Moment, ich werde mal ganz kurz gucken. Jo, den haben sie ausgewechselt. Oh, ist das ein Hund, ey. Ist das gemein. Warum wechselt er den immer aus? Er ist doch gut. Wie soll ich denn da auf die Note kommen und die Vorlagen, ey? Naja. Muss er halt besser werden, unser Pro. Das ist hart, das ist echt hart.
Aber so macht das natürlich auch. So finde ich es sogar noch ein bisschen besser, als wenn du den alleine steuerst, muss ich echt sagen. Versuchen wir einfach, ihn in Szene zu setzen. Das ist bei aller Liebe. Also es ist auch spannender, weil man läuft halt wirklich nur umher, guckt links und rechts und es passiert nichts. Und, haben wir hier Möglichkeiten. Oh, noch Fragen, Leute? Haben Sie noch Fragen? Mann, die Kamera laufen hier. Haben wir denn hier? Bulli TV, jawohl. Österreichische Bulli TV. Puntigamma. Oh, war das schön gespielt oder war das klasse? Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand das noch Weltklasse, ne? Sturm Graz 2015. Vom Feinsten. Ah, klasse. Das freut mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Schade, dass der Afdijan nicht das. Aber wenn wir ihn wieder beim nächsten Mal, wenn wir mit ihm wieder spielen, müssen wir auch versuchen, ihn nicht so in Vielzähne zu setzen, weil dann ergibt sich auch mehr. Also wenn man es dann zwanghaft, glaube ich, versucht. Oh, guckt mal, was wir hier Möglichkeiten haben. Legt ihr den Ball ein bisschen vor. Genau, da auch nochmal. Jawohl. Oh, shit. Oh, ich bin auch chancentot, ey. Ja, Offenbacher, der ist stark. Ah, Einwurf. Aber er hört sich immer stark. Schöne drei Punkte. Stankovic, neu im Team. Reingekommen für Afdijay. Piesinger, der macht alles jetzt. Oh, da kullert der Ball aber knapp daneben, ne? Piesinger ist real. Schöne Sache. Aber wir haben auch Möglichkeiten hinten, ne? Habt ihr mal gesehen, was da Platz ist? Und wir gewinnen auch alle Bälle hier jetzt. Das ist richtig, richtig cool. Oh, schade. Gut. Ja, das macht, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, nur den Pro zu steuern, aber das macht so schon noch mehr Spaß, finde ich. Ist ja auch zum Zuschauen, glaube ich, noch viel geiler. Weil du alles siehst halt, ne? Oh. Ecke. Die haben sie echt, da haben sie echt unseren Afdijay ausgewechselt, ey. Komm noch mal ran, yo. Das war jetzt schnell gespielt. So, die ersten drei Punkte in 3:0. Ah, nur schade, dass der Donis da nicht so viel dran beteiligt war. Aber seine Aktionen waren halt nicht wirklich so schön sauber. Da waren schon ein paar Probleme dabei, muss man ganz klar sagen. Da haben wir ein bisschen Ball vertändelt, ne, weil wir unbedingt mit ihm was machen wollten. Und ich glaube so, da müssen wir noch weiter reinkommen. Eine 6,4 hat er gekriegt. Wir gucken mal die anderen Jungs. 6,4, 7,0. Er hat schon mit einer der schlechtesten Noten. Außer er hier, Kamuwaka. Wo ist denn der Piesinger? Was hat denn der gekriegt? Offenbacher war gut. 8,2 finde ich klasse. Piesinger 8,9. Fast eine 9,0. Der war richtig stark. Unser defensiver Mittelfeldspieler. Schick war gut. Schöne Sache. Hat richtig Laune gemacht heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Nächste Folge geht's weiter. Ne? Wieder ein bisschen Training und dann nächstes Spiel. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.